Wir stehen jetzt hier vor der Wattekalle, kurz vor der Hauptprobe. Und wir zeigen jetzt einen Einblick in die Schminkgruppe. Wir sind jetzt hier beim Schminkteam und sehen hier schon, wie die Ärzte geschminkt werden. Hast du eine bestimmte Schminktechnik? Ja, also geht es halt. Ich bin einfach nicht gerade so. Ich mache halt einfach Schlichtes. Einfach drauf. Einfach drauf, genau. Einfach drauf. Du hast dir Augen, Haare, sonst schminken? Selten, aber mindestens jetzt in der Schule öfters gemacht. Was findest du das Schwierigste am Schminken? Eyeliner ziehen. Ganz gut. Dann mach ich. Also. Ja, kannst du. Ich will einfach ist einfach schon schminken. Ich weiß nicht. Und ich nicht. Bist du schon mal geschminkt worden? Ja. Von der Barbara. Die Person dort hinten. Danke vielmals. Wie fühlt es sich an zum geschminkt werden? Das ist der grösste Scheiß. War es schlechter da? Ja, ja. Ich hasse es einfach. Ich verstehe nicht, wie das Weiber machen Bist du schon mal sonst in deinem Leben geschminkt worden, außer die jetzt hier müssen gehen? Ja, halt mal im Lager. Wie fühlt es sich so an, zum geschminkt werden? Es ist komisch, weil man muss die ganze Verantwortung abgeben, wie man aussieht. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich echt lustig an, zum Teil kitzelt ein bisschen, aber es ist cool, ja. Also, ist natürlich noch es sieht besser aus, als wenn ich es selber machen würde. Also, ich finde es komisch, weil ich schmink mich tatsächlich nie. Darum ist es sehr ungewohnt und hat da übertrieben. Ich bin noch ungewohnt da und ja, genau. Sind ihr sonst schon mal geschminkt, oder? Ja, ich habe Kolleginnen oder so. Ja, halt so im Klassenlager, wenn man so am Abend dazu hat, kann man sich schminken, so einfach mal. Ja, auch die anderen ab und zu machen. Von unseren Kollegen oder so, oder auch im Klassenlager, oder auch am Fest, wo ich schon war. Und wenn ich mich nicht schminken, drum bin ich nicht anders geschminkt worden. Man fühlt sich sicher auch ein bisschen wie ein Star, wenn man da schminkt wird. Ja, es ist sicher ein Erlebnis, man fühlt sich sicher berühmt. Aber es macht auch mega Spass, jetzt so zu spielen. Und alle geniessen es mega. Ja, also es ist sicher nicht so wie jetzt bei den Profis, aber es ist schon ein cooles Erlebnis, wenn man so kann. Ja, ich wollte was ganz anderes sagen. Also Star wirklich übertrieben, aber ist mega cool, ist auch ein mega Erlebnis. Ja, also ich würde es gerne mal wieder machen, glaube ich. Wie viel ist das so an zum geschminkt werden? Scheiße, ist unangenehm. Gibt es auch was, was dir gefallen wird? Der Pinsel ist ganz weich angenehm.